Seerosen sind einfach tolle Pflanzen. Jedes Jahr im November, das ist so typisch die Jahreszeit, wo wir einmal das ganze Becken hier leer machen. Wasser wird abgelassen und wird geputzt. Ganze Schlamm raus, die abgestorbenen Pflanzenteile raus. Wir haben jetzt auch die Gelegenheit, wir machen eine grundlegend neue Bepflanzung, neues Substrat rein. Und sozusagen, wir bereiten das Becken vor, damit im nächsten Jahr dann wieder hier die Riesenseerosen Victoria wachsen können. Und dieses Jahr wollen wir das ganze Werden und Vergehen im Seerosenbecken über das ganze Jahr hin filmen. Und zwar mit einer Kamera, die von oben einfach das ganze Becken abdeckt. Das da oben ist eine Timelapse-Kamera, die einen Zeitraffer über ein ganzes Jahr aufnimmt. Und zwar soll die das ganze Becken hier aufnehmen, deshalb ist es auch eine Panoramakamera, und währenddessen die Seerosen im Wachstum verfolgen. Es gibt zwei Arten, eine aus dem Amazonasgebiet und eine weiter südlich. Und wir wollen hier in dem Becken die zwei verschiedenen Arten zeigen. Und ich bin mal gespannt, ob man dann auch von oben durch die Detailaufnahmen Unterschiede im Wachstum sehen kann. Wenn alles gut geht, also die Kamera durchhält, weil da oben wird es teilweise bis zu 60 Grad heiß, wie ich hörte, dann werden wir vom Einlassen des Wassers hier im Seerosenteich bis zum Ablassen alles drauf haben, hoffentlich. Das Wasser wird jetzt gerade wieder reingelassen. Da ist auch wichtig, dass das Wasser dann erstmal eine Weile, ein paar Tage, Wochen hat, um zu ruhen. In der Zwischenzeit können dann die Sumpfpflanzen hier am Rand schon mal anwachsen. Und erst im nächsten Frühjahr dann, voraussichtlich im März, werden wir die in der Anzucht vorgezogenen Riesenseerosenkeimlinge dann in das große Becken wieder reinsetzen.